Herzlich willkommen und hallo bei Elektrofahren 24. Heute bei uns hier wieder mal in der Werkstatt. Warum? Weil wir da hinten was eingespannt haben, was uns vor kurzem erreicht hat. Ist vor ein paar Tagen bei uns im Lager eingetroffen. Wird wahrscheinlich genauso schnell wieder rausgehen, weil es nämlich ein Bike, was laut Trek, glaube ich, so gut wie ausverkauft ist. Also werden sich die Leute wahrscheinlich drum reißen. Es ist das Trek Fuel EXE XX1 AXS. Also wahrscheinlich eines der Bikes mit den meisten X im Produktnamen. Und was an dem Bike so besonders ist, was diesen Preis, nämlich von genau 14.999 Euro, rechtfertigt, das erklären wir euch jetzt. Schauen wir uns vielleicht zum Anfang erstmal an, was ist denn das überhaupt für ein Fahrrad? Trek ordnet das in die Kategorie Trailbike ein, also irgendwo zwischen Enduro, da kommt es halt nicht ganz ran, ne? Ist klar, vom Federweg her und so, und Cross-Country. Das heißt, wir haben 29 Zoll große Laufräder, einen Federweg vorne bei der Gabel 140 mm, hinten beim Dämpfer sind es sogar 150 mm. Die Kettenstrebe ist mit 440 mm eher kurz geraten. Das heißt, ist doch ein relativ kurzer Radstand, bringt also eine gewisse Agilität, eine gewisse Wendigkeit mit. Hat natürlich durch die großen Laufräder so ein bisschen seine Grenzen, aber ist einfach wahnsinnig potentes Fahrrad, was auch sehr vielseitig ist. Also könnt ihr unheimlich viel mitmachen. Ihr hört es vielleicht am Klang, komplett Carbon beim Rahmen. Zum Einsatz kommt das OCLV von Trek. Hier in einer besonderen Version des Top Carbon des Herstellers. Es gibt anscheinend eine besondere Variante für Mountainbikes. OCLV Mountain soll noch ein bisschen widerstandsfähiger sein gegen Schläge, wenn ihr euch doch mal mit dem Fahrrad legt, dass der Rahmen nicht so schnell was davon abbekommt. Bleiben wir vielleicht mal beim Rahmen noch. Der hat nämlich durchaus das ein oder andere besondere Feature. Zum Beispiel den Trek-typischen Minolink. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr die Geometrie des Fahrrades auch noch mal ein Stück weit verändern könnt. Ihr habt hier im Prinzip die Möglichkeit zwischen zwei Einstellungen. Im Prinzip eine Einstellung, die ein bisschen mehr auf Downhill ausgerichtet ist und eine Einstellung, die ein bisschen euch besser im Anstieg vorankommen lässt, ein bisschen effizienter pedalieren lässt. Beim Minolink ist es so, ihr schraubt hier Schrauben auf, habt innen dann sozusagen auch so eine Chips, die ihr einfach wenden könnt. Dadurch verändert sich der Lenkwinkel um 0,5 Grad und das Tretlager wird ein Stück weit abgesenkt. Je nach Fahrrad und je nach Rahmengröße so, ich glaube, zwischen 6 und 7 mm, sagt Trek. Bei dem Fahrrad in der Rahmengröße sind es 7 mm. Das heißt, der Schwerpunkt des Fahrrades verändert sich. Der Lenkwinkel wird noch ein bisschen flacher, noch ein bisschen slacker. Also in der zweiten Variante, wie gesagt, eher fürs Downhill angedacht. Lässt sich relativ schnell machen. Am besten natürlich, bevor ihr wisst, wo ihr hinfahrt, was euch da am ehesten in die Karten spielt. Aber so habt ihr eigentlich auch nochmal eine Möglichkeit, mit der Geometrie, wie sie serienmäßig kommt, auch ein bisschen zu spielen. Neben dem Minolink kommt der Rahmen noch mit einem zweiten Feature, auch wieder Trek-spezifisch. Der Active Braking Pivot, wenn ihr es wortwörtlich übersetzen wollt, aktiver Bremsdrehpunkt. APB nennt Trek das einfach selbst in seinem Slang. Was macht APB? Es sorgt dafür, dass Bremsen und das Einfedern beim Dämpfer voneinander sich trennen, weil was passiert normalerweise durch die Bremskräfte? Ihr betätigt die hintere Bremse und der Dämpfer durch die Bremskräfte senkt ein, verliert also an Reaktionsweg. Das hintere Teil des Fahrrades wird relativ steif. Viele kennen das vielleicht irgendwie, dass in dem Moment, wenn ihr dann bremst und eigentlich keine Hinterfederung mehr da ist, dass sich das Bike irgendwie sehr steif anfühlt und so ein bisschen stottert. Ihr habt einfach keinen Kontakt mehr zum Untergrund, weniger Kontrolle. Das will man natürlich nicht. Immerhin fahrt ihr ein vollgefedertes E-Bike und wollt auch zu jedem Zeitpunkt die Federung ausnutzen können. Trek hat sich da eben dieses APB ausgedacht,
Und das System sorgt eben dafür, dass ihr beim Bremsen trotzdem den vollen Feder- und Dämpfweg des Dämpfers zur Verfügung habt. Das heißt, ihr bremst und das Hinterrad behält trotzdem den Kontakt zum Untergrund und ihr einfach mehr Kontrolle, was natürlich vor allen Dingen im Downhill echt wichtig ist. Für Schlagzeilen hat das Fahrrad gesorgt, vor allen Dingen im Sommer zur Eurobike in Frankfurt, weil es dort das erste Fahrrad war, das TQ und Trek zusammen präsentiert haben. TQ ist der Hersteller des E-Antriebes, der in dem Fahrrad steckt. Ein Unternehmen aus Süddeutschland, aus der Nähe von München. Die waren schon länger Zeit auf dem E-Bike-Sektor unterwegs, haben in diesem Jahr aber mal einen Antrieb einer ganz anderen Kategorie auf den Markt gebracht. Einfach ein viel kleiner, viel leichter, geht in Richtung Light EMTB. Der HPR 50 ist hier auch verbaut und wie ihr schon seht, muss das ein Motor sein und ist es auch, der ein extrem kleines, kompaktes Baumaß hat. Also ihr seht, der fällt hier im Rahmen kaum noch auf. Der ist zudem ziemlich leicht. Der Motor wiegt nur ungefähr 1,8 Kilogramm. Im Rahmen, im Unterrohr, steckt der dazugehörige Akku, hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, auch nochmal ungefähr 1,85 Kilogramm, macht insgesamt also für Akku und Motor, kommen wir dabei 3,9 Kilogramm für das gesamte System raus. Das ist natürlich eine Ansage. Ne? Und mit diesem kleinen Baumaß, das der Motor mitbringt, das macht es den Herstellern extrem einfach, den Motor gut zu integrieren und eröffnet ihnen viele neue Möglichkeiten, auch im Zusammenspiel mit Dämpfersystemen oder wie tief der Akku tatsächlich sitzen kann. Wo kommt der Schwerpunkt des Fahrrades, wie tief kann der sein. Das gibt enorm viele Möglichkeiten und Trek hat bei der Entwicklung eben sehr eng mit TQ zusammengearbeitet. Es war die Firma, die auch eine Zeit lang jetzt erstmal nach der Messe das exklusive Recht hatte, auf dem Markt mit dem System präsent zu sein. Die Frist ist jetzt vor ein paar Tagen gefallen, das heißt, jetzt kommen auch mehrere Hersteller noch treten in Aktion, die eben auch mit dem TQ-Motor ausgestattet sind. Aber bis vor wenigen Tagen war eigentlich nur dieses Bike hier draußen. Zu dem minimalistischen Konzept des Motors passt auch die Bedienung. Hier gibt es nämlich nur am Lenker eine ganz kleine minimale Remote. Zwei Druckpunkte einfach nur, Pfeil oben, Pfeil nach unten. Sehr einfach, sehr intuitiv zu bedienen. Ihr weckt das System auf mit einem Tastendruck hier auf dem Display. 2 Zoll ist das, genau, ist im Oberrohr integriert. LED hat auch einen Lichtsensor drin, das heißt, es passt seine Intensität an den Sonnenstand oder eben zumindest mal an die Lichtverhältnisse an. Und über die Remote am Lenker wechselt ihr eigentlich nur die Unterstützungsstufen. Ihr seht das jetzt hier unten. Jetzt habe ich dreimal nach oben getippt. Das heißt, wir sind jetzt in der höchsten Unterstützung. Ihr seht auch, dass hier ist gerade nur noch wenig Strom drauf im Akku. Das heißt, die Reichweite wäre jetzt sehr gering. Wenn ich dann wechsle in die mittlere Stufe, sehen wir schon mal, ich habe den Antrieb noch für mehr Minuten zur Verfügung und würde ein bisschen weiterkommen. Und das ist jetzt die geringste Unterstützungsstufe. Ja, so einfach wie ihr das hier seht, lässt sich das System auch bedienen. Langer Druck wieder auf den mittleren Taste hier an dem Display und schwupps ist das System wieder aus. Sehr einfach, sehr übersichtlich, sehr intuitiv und soll eben verschwinden, sozusagen, also in der Wahrnehmung. Ihr sollt euch aufs Fahren konzentrieren, passt zu dem Konzept des Antriebs, der eben sehr natürlich sich anfühlen soll. Der Motor hat unter anderem auch einen sehr kleinen Q-Faktor von nur 135 mm. Das heißt, der Abstand zwischen den Pedalen ist auch so klein, dass es im Prinzip, dass wir hier über eine Größenordnung sprechen, die ihr an jedem herkömmlichen Fahrrad ohne E-Antrieb auch findet. Auch das ist nochmal so ein Faktor, der so diese Natürlichkeit, dieses
Gefühl hervorrufen soll, dass ihr an einem Fahrrad habt, das eben über keine elektrische Unterstützung verfügt. Verbaut ist hier vorne als Federgabel eine RockShox Lyric Ultimate. Beim Dämpfer handelt es sich auch natürlich um ein Produkt von RockShox, und zwar um den Super Deluxe Ultimate. 140 mm hat die Federgabe im Federweg, 150 mm der Dämpfer. Ihr seht schon, dass es hier aber auch blinkt. Und auch an der Gabel, am Luftrohr oben, kann man über eine Glasscheibe quasi reingucken in das Rohr und sieht es da auch blinken. In dem Fall blinkt es rot uns an. Hat einfach den Hintergrund, dass es hier ein elektronisches System verbaut ist, nämlich Airwis heißt das von SRAM bzw. RockShox, das uns den Luftdruck anzeigt und über das wir den Luftdruck kontrollieren können im Federsystem. Kombiniert an dem Fahrrad sogar noch mit dem TireWiz, über das wir auch elektronisch nochmal den Reifendruck im Blick behalten können. Warum ist es so wichtig? Zum einen, jeder von uns wiegt unterschiedlich und Gewicht auf dem Fahrrad, wisst ihr vermutlich selber auch schon, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie möchte ich die Federung oder wie reagiert die Federung und auch dann letztendlich, wie möchte ich das selber eigentlich fahren, in welchem Terrain. Und über das Airwiz-System, was zwingend an eine App gekoppelt ist, könnt ihr in der App euch per Bluetooth mit dem System verbinden, könnt dann einstellen, okay, ich wiege so und so viel. Die App erkennt, was für eine Komponenten sind an dem Fahrrad verbaut, was für eine Federgabel ist verbaut, was für ein Dämpfer ist verbaut, gebt dann ein paar Werte ein und das System sagt euch, schlägt euch einen Wert vor, okay, du solltest den und den Luftdruck fahren. Damit könnt ihr erstmal starten, wenn ihr es schon ganz genau wisst, könnt ihr aber auch zum Beispiel über einen Override einfach einen Zielwert eingeben, den dann in dem System speichern und dann macht ihr euch ans Aufpumpen. Ja, irgendwie uns hier blinkt es jetzt rot, das heißt, es gibt eine Vorgabe und die erfüllen wir gerade nicht, wir würden jetzt hier aufpumpen. Während des Pumpens seht ihr in der App dann schon, wenn ihr es parallel verfolgen wollt, dass der Luftdruck schon reagiert. Das passiert tatsächlich gleichzeitig. Und wenn er den Wert erreicht hat, wird er dann grün angeblinkt und wisst dann, okay, ready to go. Ich kann das Bike eigentlich nehmen und könnte losfahren. Das Gleiche gilt für den Dämpfer und natürlich auch für die Reifen. Und unterwegs habt ihr dann über die App immer die Kontrolle über die Luftdrücke, Federsystem und auf den Reifen und könnt entsprechend reagieren. Also wenn er vielleicht in ein Terrain kommt, wo es große Temperaturunterschiede gibt, kann das einen Unterschied machen. Auch wenn ihr vom Berg ins Tal runterfahrt oder andere Richtung, dann ist es schon für diejenigen, die da so die letzten Prozente rauskitzeln wollen, ist das ein ganz wichtiger Stellfaktor. Und über den System, über TireWiz und AirWiz, könnt ihr das super im Blick haben und reagieren. Ist für die Fahrwerkseinstellung und am Ende für das Fahrgefühl ein enorm großer Vorteil. Irgendwie nimmt die Elektronik an dem Fahrrad gar nicht so richtig ein Ende. Wir sind nämlich bei der Schaltung und natürlich, auch die funktioniert elektronisch. Ist die XX1 von SRAM, also besser geht's im Prinzip nicht. Besonderheit bei der Ausführung ist, normalerweise bei einer elektronischen Schaltung habt ihr hier hinten ja den Akku positioniert. Hier seht ihr einfach nur ein Kabel rauskommen und es verläuft jetzt hier in die Kettenstrebe rein. Warum? Einfach, weil die Schaltung ihren Strom vom E-Bike-Akku sich zieht. Hat den großen Vorteil, hier hinten wird erstmal der Akku gespart und ihr habt dann irgendwie auch die Kontrolle über den E-Bike-Akku. Okay, der hat Saft, also hat meine Schaltung auch Saft. Im Umkehrschluss gilt natürlich auch, okay, wenn mein E-Bike-Akku droht, irgendwie demnächst halt auf Null zu sinken, würde auch die Schaltfunktion plötzlich wegfallen. Da gibt es zumindest,
wir haben das so gehört, wir haben es selber noch nicht getestet. Da gibt es eine kleine Sicherheitsfunktion, die dann SRAM an der Stelle eingebaut hat. Bedeutet, mit sozusagen ihrer letzten Zuckung wechselt die Schaltung dann mit dem letzten Strom auf so eine mittlere Übersetzung, sodass ihr zumindest noch die Chance habt, fahrend auch das Ziel zu erreichen oder zumindest die nächste Steckdose, um dann euren Akku an den Strom anzuhängen und wieder aufzuladen. Verbaut ist hier übrigens eine 12er Kassette, vorne natürlich nur ein Kettenblatt, also Einfachsystem mit 12 Gängen. Vom Spektrum her reicht es von 10 bis 5210, also da habt ihr ordentlich Spielraum und findet relativ schnell eigentlich für jede Fahrsituation eine geeignete Übersetzung. Die jetzt hier spielerisch zugegriffen haben, sind die SRAM Code RSC. Hydraulische Scheibenbremsen, natürlich mit 4 Bremskolben. Hier montiert mit den 203 mm großen Bremsrotoren. Da habt ihr eben auch passend zu der Art des Fahrers zum Trailbike halt richtig die große Variante für maximale Bremskraft, dass er dann auch wirklich steht, wenn ihr zum Stehen kommen wollt. Ansonsten, was haben wir hier noch? Versenkbare Sattelstütze, natürlich auch elektronisch. Steuert er dann auch hier vorne über die kleine Bedieneinheit direkt unter der für das E-Bike-System. Eben auch dazu die elektronischen Schalter für die Schaltung dann unter dem rechten Griff. Wenn wir gerade schon beim Lenker sind, an dem Bike verbaut ist eine Lenker-Carbon-Einheit. Das heißt, ihr seht es hier, alles fließt ineinander. Es gibt keinen einzelnen Vorbau, sondern Vorbau und Lenker sind ein Stück. Auch wieder aus Carbon gefertigt. Super steif, super leicht. Aus Carbon sind auch die Laufräder. Gibt was ganz Edles von Bonträger, nämlich die ProLine 30. Wenn die übrigens mal in den ersten 2 Jahren euch kaputt gehen sollten, ohne Selbstverschulden natürlich, dann hat Trek da sogar die Option, dass ihr die kostenlos ersetzen lassen könnt. Finde ich an der Stelle eine super Absicherung. Carbon-Laufräder, Carbon-Lenker, über den Carbon-Rahmen haben wir ja schon gesprochen. Alles natürlich gewichtsreduziert und unter anderem natürlich Sachen, die eben den Preis, den er im Hintergrund nochmal sieht, nach oben treiben. Jetzt wisst ihr aber eben auch warum. Das Fahrrad unterm Strich, da sprechen wir bei der Größe L, wie sie hier hängt, über 18,4 Kilo ungefähr. Für das Fahrrad, ein Trailbike mit den Anbauteilen, mit dem Federweg, ein echt wahnsinnig tolles Gewicht. Hinzu kommt aber, dass es auch ein relativ hohes maximal zugelassenes Gesamtgewicht hat. Nämlich das liegt bei 136 Kilo. Das heißt, 136 Kilo minus ungefähr 18 Kilo für das Fahrrad bleiben noch 118 übrig. Die dürft ihr wiegen, plus eure Sachen, plus einen Rucksack etc. Also auch da ist halt die Spanne schön groß, dass eben das Fahrrad auch jemand fahren kann, der an sich halt über seine Körpergröße schon ordentlich Gewicht mitbringt. Und trotzdem nicht irgendwie 80 Kilo nur wiegen darf. Ne? Das ist tatsächlich irgendwie bei dem Fahrrad auch nochmal richtig gut. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob das ein Bike ist, was ihr euch sichern wollt. Dann solltet ihr verdammt schnell sein, nämlich in unserem Shop sind nur noch ganz wenige Exemplare verfügbar. In die Kommentare könnt ihr uns natürlich auch generell reinschreiben, was ihr von dem Fahrrad haltet. Und noch mehr solche und andere spannende Bikes seht ihr natürlich auf unserem Kanal, also abonniert den doch am besten. Danke euch fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss!